Ja, servus, grüezi, hallo, hier ist euer Krypto-Dennis mit dem neuesten Bitcoin-Update. Heute ist der 23.08.2021 und heute wird es meiner Meinung nach interessant. Und zwar habe ich für euch einmal, wie gesagt, Bitcoin-Update und aber davor möchte ich noch gerne was zu den ja, Followern oder Kommentatoren oder Trollen oder wie man es auch nennen mag, was sagen. Was mir in der letzten Zeit ein bisschen aufgefallen ist, beziehungsweise ich zeige es euch auch gleich. Ich finde es zum Teil echt witzig. Wenn euch interessiert, was ich jetzt denke, was jetzt weiter passieren könnte, nachdem er hier hochgepumpt ist, dann bleibt einfach dran. So, hier sind wir im 4-Stunden-Chart bei Bitcoin und hier seht ihr schon mein ja, ehemaliges Bearish-Chart, wo ich ja davon ausgegangen bin, dass, dass dieses ja, Bearish aufgelöst wird, um dann eventuell hier unten dann hier drauf zu knallen, um von da aus dann den blauen Bereich hier oben dann anzutesten. Diesen Gefallen hat mir natürlich Bitcoin nicht gemacht. Und da haben manche von euch recht gehabt. Leider haben viele ihre Kommentare wieder rausgelöscht oder entfernt, keine Ahnung, wo gesagt haben, ja, hier Schuss in den Ofen oder keine Ahnung, das hier stimmt es. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich habe im letzten Video auch gesagt, ich habe hier eine Long eröffnet, ja, habe hier eine Short eröffnet, ja. Und da gucken wir jetzt ganz kurz rein. Ich hoffe, es koppelt nicht so sehr zurück, weil da bin ich nicht ganz technisch versiert. Ich hoffe, ihr versteht es. Eine Long-Möglichkeit, ganz klar. Um das vielleicht hoch zu traden, kann man machen. Ich habe hier meine Long hier unten schon eröffnet. Ja, wie gesagt, liegt daran, Akademie auch so. Ja, also. So, jetzt habt ihr das letzte Video gehört, hoffe ich mal. Ja. Dass es auch ein bisschen zu hören war. Und dann habe ich in Telegram geschrieben hier, das war am 20. August, dass ich meine Short, meine Long, Entschuldigung, hier bei diesem Bereich geschlossen habe, ja? Und hier auch meine Short weiter aufbaue. Das heißt, ganz klar, dass ich hier fetten Profit mit hochgenommen habe und hier zwar mein erstes Entry vom Short hatte, aber hier mein zweites. Ja, das heißt, ich habe meinen Entry nach oben gezogen. Ja, und da ich ja hier einen größeren, also mehr Kohle nehme zum Einsteigen, hat sich der Entry stark nach oben vergrößert, also nach oben verschoben. So ist richtig. Und ich habe keine Ahnung warum. Ja, ist wie gesagt, normal lässt mich sowas kalt, aber es haben mehrere geschrieben, ja, es wäre ein Schuss in den Ofen und das, ich tue nur hier falsche TA zeigen. Schaut euch, die ganzen Videos sind ja noch drin. Ihr könnt euch das alles rückwirkend anschauen, wie meine Trefferquote war. Ja, und wir gehen mal kurz zu drei Kommentare. Die anderen wurden leider gelöscht. Von mir wurden auch zwei gelöscht, weil diese beleidigend waren. Warte mal ganz kurz. So, da haben wir einmal den Arthur, den Engel, der schreibt, du bist seit 3 Monaten bearish, ich sag lieber nichts dazu. Ja, was heißt denn eigentlich, ich bin seit 3 Monaten bearish? Die Leute, wo den Video verfolgen, wissen meinen Fahrplan, die wissen, dass ich hoch und runter trade. Das ist das große Bild ist nur mein Fahrplan. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gesagt.
Und die Leute, wo mich, wie gesagt, schon länger verfolgen, wissen, dass ich den Bereich von 50.000 etwa anvisiert habe in dem Bereich. Das kann man alles in den letzten Videos verfolgen, bevor es dann meiner Meinung nach in den Bereich 10.000 bis 17.000 Dollar runtergeht. Ja, genauso mit den 65.000. Ja, das sagte ich auch, es geht runter. Da waren wir unter 30.000. Das ist halt auch bearish. Ich weiß es gar nicht, was Arthur, was du willst. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Ja, es ist alles noch im Rahmen drin. So, dann noch einer. Die Analyse war ein Schuss in den Ofen. Direkt disliken und nicht mal abonnieren. Seine Sache natürlich, klar. Klappen wir das mal auf, das Ganze. Da habe ich geschrieben, Schlag mit Schlag. Mehr Worte kann man nicht sagen, klar. Einfach schön, kommt nichts. So, und dann schreibt er, was soll er darauf antworten? Du lässt dich schlapp, während deine Follower Geld verlieren. Erstens, es ist keine Finanzempfehlung, das allererste, ja. Und das zweite ist, ja, warum hat man jetzt Geld verloren? Der soll es mir bitte spezifizieren. Das hat er natürlich nicht gemacht. Das heißt, es war nur getrollt. Das war für mich wieder ein Trollkommentar. Denn es ist noch überhaupt nichts passiert, Leute. Ja, die Long wurde nach oben mitgenommen. Ja, die Leute hätten hier auch noch einsteigen können, nachträglich. Ja, also wenn wer es will. Ich habe es extra gesagt, dass ich es gemacht habe. Bin hier Short rein und habe auch im Telegram geschrieben, dass ich meine Short hier oben vergrößert habe. Und das hier ist mein Bereich. Sollte er hier drüber kommen, zieht mein SL, dann ist es halt so. Kein Trader liegt bei 100%, das gibt's nicht. Da muss ich den Leuten einfach den Wind aus dem Segel nehmen. Es ist einfach. Es gibt kein 100%. Wichtig ist, dass man am Ende profitabel ist. Und das war, wie gesagt, ihr könnt euch die ganzen Videos rückwirkend angucken, was ich in YouTube gepostet hatte. Und da war ich ganz klar profitabel. Ja, das ist ganz klar ersichtlich. Deswegen sind solche Kommentare einfach hirnrissig, meiner Meinung nach. Jeder darf seine Meinung äußern, aber bitte sachlich. Zum Beispiel hat jemand geschrieben, da oben, die Shorts wurden jetzt rasiert, oder? Das ist jetzt klar. Er hat wahrscheinlich gerne mein ganzes Video geguckt, vielleicht war es auch sein erstes Video, wo er bei mir geguckt hat. Das ist aber jetzt nicht, wo ich sage, das ist beleidigend oder das ist eine ganz normale Frage, das ist alles okay. Ja, die habe ich auch dementsprechend dann beantwortet. Und ich finde es halt nur traurig, dass so Kommentare kommen wie, ja, der Kanal ist überhaupt nicht profitabel, das wurde aber dann gelöscht von demjenigen, nachdem ich ihm eine saftige Antwort geschrieben habe. Leider nicht mehr ersichtlich. Ich hätte einen Screenshot machen sollen, aber habe es natürlich schon vergessen. So, das Ende vom Lied ist, um ein Fazit zu geben, ist es alles noch in meinem Plan drin. Mein Stop-Loss sitzt über diesem blauen Bereich. Ja, und es ist überhaupt nichts passiert. Es ist noch nichts verloren, Leute. Ich habe sogar Gewinne mit hochgenommen. Ich habe dann verkauft, also die Long geschlossen. Und jetzt ist meine Short im Aufbau. Sollte er hier in diesem Bereich kommen, werde ich nochmal meine Short vergrößern und sollte er darüber kommen über diesen blauen Bereich und zieht er dann SL, dann ist er ein Minus-Trade. Das passiert halt nun mal auch. Aber ich habe schon oft genug gesagt, wohin für mich die Reise geht. Ja, und es wird keiner dazu animiert, das nachzumachen. Ich denke einfach, das ist für viele auch ein Input, wo ich die Reise sehe. Ja, und die Reise ist für mich einfach, dass wir hier nach meinem Bullish Bet bzw. Bullish Gartley, je nachdem, wo hier das D das sein Ende findet, bei 17.000 etwa bzw. 10.000 etwa liegt. Ja? Das heißt, im schlimmsten Falle können wir sogar noch hier auf die 60.000, 61.000, und das habe ich aber auch ein paar Mal gesagt. Und ja, also ich verstehe die Leute nicht. Die, entweder die, das merke ich ja an den Statistiken bei YouTube. Viele spulen vor, ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber dann hier so Kommentare zu bringen wie, ja, nicht profitabel, wenn es an nur die Hälfte angucken, die Leute, kann ich auch nichts dafür. Dann müsst ihr auch das Video komplett angucken. Ja, wenn ihr euch das Video schon anguckt, um zu wissen, genau was es geht und was ich persönlich vorhabe. Und das hier ist mein Fahrplan. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass nächstes April, dass wir hier das erreicht haben. Wir können es früher erreichen, können auch später erreichen. Aber das ist mein Fahrplan. Ja? Und wir sind hier fast am Golden Pocket, hier am 0618er bei etwa 51.000. Ja? Das ist einfach der blaue Balken hier. Der könnte, das ist das Golden Pocket. Ihr seht das nochmal. Ich habe es nochmal eingezeichnet.
Das ist das Golden Pocket und das ist überhaupt keine Sache. So, ihr wisst im Prinzip, meine Long ist geschlossen, das habe ich auch in Telegram geschrieben. Wie gesagt, Telegram-Link findet ihr unten in der Beschreibung. Des Weiteren, dieses Pattern ist nicht aufgegangen, sei es drum, ja. Wie gesagt, Long mitgenommen, Short bin ich am Aufbauen und ich werde da oben, wenn er hier in den Bereich kommt, nochmal meine Short, wie gesagt, vergrößern. Hier sitzt mein SL. Ja. Und sollte es daneben gehen, ist es halt so, das Leben geht weiter. Wichtig ist, dass man am Ende des Monats profitabel ist. So, schauen wir ganz kurz mal noch in den RSI rein, im Daily. Und da sieht man immer noch eine große bearische Divergenz, was das auch bestätigen könnte, dass hier Schluss wäre. Ja, das ist mein Fahrplan. Ich habe euch gezeigt, warum ich hier meine Short jetzt weiter vergrößere nach oben und damit ziehe ich hier auch mein Entry ganz stark nach oben. Das ist ja der Vorteil dann vom Nachkaufen. Man soll nicht hier, also so mache ich es auf jeden Fall nicht. Ich würde es auch keinen empfehlen, aber das muss jeder selbst entscheiden. Bei mir kommt nie All in hier mit einem Trade. Im Leben nicht. Ja? Ich nehme 10% meines Trade-Kapitals für einen Trade. Ja, und das teile ich dann nochmal in Entries auf, je nachdem, wo ich denke, wo er noch hochgehen könnte und es sich lohnt, die Short weiter aufzubauen. Wenn euch das Thema Trading interessiert und auch technische Analysen lernen wollt oder einfach auch unsere Marktanalysen, das heißt von Mr. Sagittario oder Crypto-Sagi und mir sehen wollt, beziehungsweise unsere Setups, wann wir rein und wann rausgehen, was wir natürlich selber traden, dann einfach bei mir über Telegram melden. So, und bevor ich jetzt aufhöre, ja, möchte ich euch noch mal kurz das Volumen zeigen, was auch sehr wichtig ist. Jetzt schaut euch mal das Volumen an. Ja. Das Volumen ist abfallend und wir pumpen weiter hoch. Ja. Meiner Meinung nach steht uns ein großer Move bevor. Natürlich kann sich das noch jetzt längere Zeit, viele Tage rausziehen, bevor eine nächste Kerze kommt, wo hier so ähnlich wie die hier ist. Ja. Die hier ist die oder die, bearish, bullish, hier. Ja. Und es wird sich immer mehr nach unten drücken, das Volumen, ja. Und ich denke, es steht was Großes bevor. Und ihr kennt meine Richtung. Ihr wisst, dass ich denke, dass wir mittelfristig erst die 10.000 bis 17.000 sehen werden. Also, wie gesagt, meiner Meinung nach, den Bereich oben, ja, sind wir jetzt gerade am Antesten, hier den blauen Bereich, wo ich vorhin gezeigt hatte. Und ich denke, wir werden dann runtergehen. Wie lange das dauert, das kann ich euch natürlich nicht sagen. Aber wir werden hier nach unten gehen und dann wahrscheinlich das Bullish Bet oder Bullish Guardley vervollständigen, bevor es einen in diesem Bereich von 10.000 bis 17.000, je nachdem, was er formt, einen fetten Bounce geben wird, meiner Meinung nach, was uns dann wirklich in den Bereich 100, 200, 300k befördern könnte, ja. Das heißt, ich bin nicht komplett bearish eingestellt. Ich bin nur hier in dieser Situation bearish eingestellt. Mittelfristig. Kurzfristig sagte ich ja, dass wir da hochgehen. Haben wir gemacht. Ja. So, und jetzt denke ich, dass wir in diesem Bereich rechecket werden und dass wir dann runtergehen werden. Dann ist es erstmal bearish. Ja, dann ist es ein Bärenmarkt. So, aber danach, wenn dieses harmonische Pattern sich richtig, ja, zur Entfaltung kommt, dann werden wir, wie gesagt, 100, 200, 300k sehen, ja, im nächsten Zyklus. Und das ist meine Meinung. Ja, das ist dann bullish. Ich bin also hier mittellangfristig bin ich auf jeden Fall hyperbullish, ja. Aber ihr kennt meine Meinung dazu. So, ich denke, ich habe genug geschwätzt für heute. Ihr kennt meinen Plan. Ihr wisst, dass ich meine Short jetzt aufbaue. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Erleuchtung gebracht, was ich so denke und was ich auch in meinen Videos meine. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, schaut unten in der Beschreibung bzw. unter dem Video, drückt den Gefällt mir-Button, teilt es mit Freunden, Bekannten, abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert habt.
aktiviert die Glocke, sodass ihr in Zukunft nichts verpasst. Das heißt, wenn ich das jetzt hochlade, dass ihr dann sofort eine Nachricht bekommt. Des Weiteren, wenn ihr den Kanal weiter unterstützen wollt, dann meldet euch, könnt ihr euch unter Femex anmelden. Der Link ist auch unten in der Beschreibung. Über diese Börse trade ich hauptsächlich jetzt nur noch. Und die Telegram-Links sind natürlich auch unten in der Beschreibung drin. So, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Krypto-Dennis von der Bull vs. Bears Academy. Ciao.